Was bisher geschah? Schon zweimal haben wir uns von den YouTube-Göttern, die jeder kennt, runtergewagt in die Welt der YouTuber, die früher einen übelsten Hype hatten, aber heute leider in Vergessenheit geraten sind. Guten Morgen, Allwissende. Ich heiße Marvin. Na, ihr Nudel. Freakso mit seiner ersten EP. Es nervt. Danke. Vibe. Was schreibst du Kommentare unter Videos von Männern? Geh putzen. Oder mach mir ein Sandwich. Lutsch mein... Julian! Doch nicht vor den Kindern! Oh, Entschuldigung. Ja, und manche von euch hatten durch diese Videos einen übelsten Nostalgie-Kick im Sinne von... Ach ja, stimmt! Fräulein Chaos! Clemens Alive! Fire Godem! Mr. Trashpack! Ey, Dr. Allwissen! Mann, war das eine coole Socke! Andere wiederum kannten einfach eiskalt keinen davon, was zwar schade ist, aber andererseits vielleicht ist es ja auch mal ganz spannend zu erfahren, was es so früher für Running Gags gab. Aber natürlich habt ihr mir weitere Beispiele in die Kommentare geschrieben, bei denen ich zugeben muss, ein paar von denen habe ich selber gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie zum Beispiel... Broken Thumbs TV. Yo, Leute. Wir sind wieder Broken Thumbs TV. Ja, die Jungs von Broken Thumbs TV, a.k.a. Malte und Manulsen. Gerade Malte könnten viele von euch kennen, da er immer noch super aktiv aus seinem Hauptkanal Malternativ ist. Ich persönlich kenne ihn, weil er meine bayerische Tracht gehatet hat. Ich hoffe, dass du heute ganz besonders feierst, aber bitte ohne Lederhosen, weil das sieht echt komisch aus. Malte, gib doch zu, du würdest, oder? Du würdest. Digga, sag mal, Zeo. Sind dir denn die Videos nicht selber peinlich? Broken Thumbs TV war zuerst bekannt durch Minecraft-Videos, später durch ihr Alles-Klar-Format, in welchen sie komödiantisch die Influencer-Szene kommentiert haben. Tweet des Tages von Julienko. Ich bin in einem Sushi-Restaurant. Einziges Problem an der Sache, ich mag kein Sushi. Oder? Guck mal, ich stand auf einer Straße. Mittlerweile sind all ihre Videos gelöscht, beziehungsweise zumindest auch privat gestellt. Was eventuell daran liegen könnte, dass der Humor teilweise schon ziemlich hart war. Also hier mal noch so ein humaneres Beispiel. Duke Clash geht in die zweite Runde. So, und ich habe ein Problem mit der ganzen Scheiße. Warum ist Revi nicht behindert? Warum hat Revi hätte der Erste sein müssen, der irgendwo gegenläuft und dann direkt stürmt? Ich habe einfach keinen Bock mehr. Wenn man nach einem Statement sucht, warum diese Videos wirklich offline sind, findet man leider nur das hier. Nervt vielleicht, das immer wieder zu hören, aber könnt ihr die bitte die TV-Videos wieder online stellen? Nein. Nee, Spaß, die kommen wirklich nicht mehr online. Also, das ist jetzt ernst gemeint. Die sind weg. Da kann ich mich nicht mehr mit identifizieren. Klar, die Fans des ursprünglichen Kanals finden das natürlich super schade, aber ja, so ist es halt nun mal. Warum der Kanal aber generell zu Ende ging, ist auch ziemlich schnell erklärt. Das heißt einfach nur, Person A wollte das machen, Person B wollte das machen. Also im Endeffekt wollten wir im Guten zwei getrennte Wege gehen. Manulsen selbst ist ebenfalls ein Kanal, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Broken Thumbs TV selbst sollte aber jedem Zuschauer von früher ein Begriff sein, denn er war doch recht bekannt, gerade in der Gaming-Szene durch Simon Unge. Und gerade das Alles-Klar-Format kenne ich noch sehr gut, also das habe ich selber damals auch sehr gern geschaut. Ich fühle mich wie Aladdin, denn ich bleibe auf dem Teppich, aber trotzdem bin ich Fly, du Penner. Was ist das für eine Scheiße? Was? Ja, und die Pointe von der Geschichte ist... Keine Ahnung. Oder kennt ihr noch? Sarazar! So, hier sind Gronkh und Sarazar. Herzlich willkommen. Ja, für mich war Sarazar irgendwie immer der Sidekick von Gronkh. Denn mit den Superheroes oder mit Let's Play Together sind sie ja immer gemeinsam aufgetreten und haben damals schon Millionen an Zuschauer begeistert. Allerdings kenne ich auch genügend Leute, die sagen, dass Sarazar ihr absoluter Lieblings-Let's Player war. Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play The Last of Us. Ich bin der Sarazar und werde dieses Spiel gemeinsam mit dir durchzocken. Irgendwann wollte er aber einfach viel lieber durch die Welt reisen und sich vor allem auf seine DJ-Karriere konzentrieren. Eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann, weil warum willst du nach draußen? Ich meine, da... Das sind doch Menschen, Mann. Zeo, grüß dich, mein Lieber. Erfolgreich mit dem, was Sarazar macht, ist er bis heute. Und hier und da kommt sogar noch was online auf seinem Kanal. Das hatte ich beide beöffnet, dass manche Namen wurden geschrieben, wo ich mir denke so, ja, okay, hast recht, irgendwie ist die Zeit vorbei, aber andererseits auch nicht, weil der Kanal macht ja noch hier und da Videos. Ist es da nicht irgendwie gemein, von einem Ende zu sprechen, wenn irgendwie ja noch welche da sind? Du kommst mir so unentschlossen vor. Ist wahrscheinlich ähnlich wie bei deiner sexuellen Orientierung. Jetzt bitte. Zu Sarazar könnte ich mir vorstellen, eines Tages sogar ein ganzes trauriges Ende von zu machen. Genauso wie zu anderen YouTubern noch. Hättet ihr da Bock drauf? Nee, lass mal. Aber genau so gehen wir jetzt noch alle anderen Kanäle durch. Es gibt so viele Kanäle, bei denen es super schade ist, dass einige Leute denen einfach kein Begriff mehr sind. Also ändern wir das jetzt. Ich wünsche dir jetzt eine super nostalgische Reise in die Vergangenheit, als die Welt noch ein bisschen anders war. We need your help, Star Fox. I do my best. All aircraft report. Snippy! Pretty smooth flying, Fox. Do a barrel roll.
Oh mein Gott! Da ist der... Der heilige Performance-Booster Kaktusfeige von Just Legends! Mit nur einem Performance-Tube kannst du dir über 25 Liter fruchtigen Energy zusammenmischen und sparst dir damit eine Menge Geld, Verpackungsmüll und Kalorien. Der Versand geht schnell und ist kostenlos ab 59 Euro. Es gibt jede Menge Bundles und den Code SEO, mit dem du dir nochmal 15% auf deine Bestellung sparst. Also klick jetzt auf den Link und gönn dir den neuen Performance-Booster Kaktusfeige von Just Legends. Tatsächlich, wenn es um Koffein geht, trinke ich nur noch Just Legends, also an herkömmlichen Energy Drinks. Habe ich schon lange kein Interesse mehr. Okidoki. Okay, legen wir jetzt los mit YouTuber Nummer 1 und der ist der Haider. Heißgeliebte Pansen und Pansinchen. Ja, Florian Haider war von 2016 bis 2018 bekannt für seine bayerischen YouTube-Kritiken. Moment. Ja. Ja, ein Gekruzifix, der Leo Marscher. Also, was macht denn er jetzt da? Da bieselt der gerade im Fluss rein. Da hör auf, aus, du scheiß Wildbiesler, du Ohrreide. Und ursprünglich wollte ich ja zu ihm ein ganzes, das traurige Ende von machen. Doch tatsächlich habe ich erfahren, dass er dieses Jahr noch ein Comeback plant, deswegen, okay, dann reden wir nur hier drüber. Also ganz kurz im Schnelldurchlauf, wie kam er denn eigentlich zu YouTube? Bin dann nach München gezogen während meines Studiums, weil ich eigentlich Medienwissenschaft, Germanistik studiert habe und habe dann angefangen bei der GameStar als Praktikant zu arbeiten, also GameStar, die Computerspielzeitschrift. Da dann dabei geblieben, weil die dann gefragt haben von der GameStar, hey, hast du Bock auf Junior-Redakteur? Dann war es Junior-Redakteur, normaler Redakteur, Videoredakteur am Ende, also bei High Five dann nur noch speziell für YouTube-Videos gemacht und dann eben gesagt, während der Arbeitszeit noch, ich mache jetzt einen Kanal auf und habe dann gesagt, nee Leute, passt auf, mich wird es mit YouTube sehr interessiert. Cool. Und dann hat er die YouTube-Szene ordentlich aufgemischt. Seine Videos gingen teilweise so krank durch die Decke. Tierende Jungs um die Wette und am Ende wird einem sogar der Bart abrasiert. Ich bin am Arsch, ey. Jedenfalls kommt dann das hier raus. Ey, Mann, Alter, ich sehe aus wie ein Schwanz. Also kein Unterschied zu vorher. Also Leute, sprengt die Daumen. Während die sich alle selbst feiern, bemerkt keiner von denen, dass ihr Kumpel daneben just in diesem Moment einen Instant-Parkinson-Anfall hat. Und zusammen mit Klängern hat er bis heute einen super erfolgreichen Podcast namens Brain Pain. Hört da super gerne mal rein. Oder auch in den hier. Doch nach 2 Jahren lud er dann fast gar nichts mehr hoch und somit ging diese Ehre einfach zu Ende. Doch warum? Ja, bei mir ist es so, ich habe euch ja schon öfter gesagt, ich muss mal ein bisschen weg von YouTube, ein bisschen Pause machen von dem ganzen Content-Creator-Dingi und den Dingen, die das alles so mit sich bringt, dass das alles so mit... Seht ihr, ich habe alles verlernt. Reden zum Beispiel. Aber auch im Stehen scheißen. Wie bitte? Ich freue mich tierisch, wenn er wieder zurück ist, weil ich habe mir damals seine Videos wirklich super gerne angesehen. Irgendwann musste ich aber trotzdem mal seinen ganzen Kanal analysieren, weil ich glaube, wir hätten da so viel zu lachen. Gleichzeitig wäre es auch so ein schöner Recap, was eben damals so auf YouTube los war. Also was damals halt so zu kritisieren gab. Dummer Bockblin! Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, dieser Kanal wurde super oft vorgeschlagen und ich hoffe, ihr kennt den alle noch. Bekannt wurde dieser Kanal dadurch, dass es einfach dort die allerbesten Best-ofs aller Zeiten gab. Durchatmen, durchstarten. Eine der Schachteln öffnen! Und warum gibst du mir nicht beide, hä? Gib mir beide! Captain Toad kann nicht springen. Weil er zu fett ist. Bowser, gib Gas! Und ich denke, man kann auch behaupten, dass dieser Kanal stark davon profitiert hat, dass eben andere YouTuber darauf reagiert haben. Zumindest hat er sich über diese Reaktionen auch mehrmals bedankt. Das hier ist für euch 4. Eure Mutter ist 4. Hey, dein Gesicht sieht aus wie eine Gurke. Tja, du weißt, was Frauen mit Gurken machen. Guck, wie stark ich geworden bin. Nein. Dann aber nach 5 lustigen Jahren und über 100.000 Abonnenten ging der Kanal dann trotzdem zu Ende und es gab noch ein allerletztes Video. Ich höre auf, wenn es am schönsten ist und das ist genau jetzt. Danke. Okay. Allerdings ist dieses Ende zum Glück nicht ganz so traurig, denn er macht ja noch weiterhin Videos auf seinem neuen Kanal namens Schneile. Schneile, ja genau, das bin ich. Checkt unbedingt mal beide Kanäle aus. Gerade der Humor von Dummer Bocklein war 2018, 2019. Ich habe mich kaputt gelacht zu der Zeit. Flo vloggt. Oh, da bin ich gespannt, wer den noch kennt, weil dafür müssen wir 10 Jahre in die Vergangenheit springen. Ja, 2014, als es noch normal war, dass jeder YouTuber mit dieser Kamera hier ausgestattet sein musste, da ist Flo vloggt durch das Projekt Roadtrip zusammen mit Dena, Izzy, Adi, Tuttle sehr gut reingerutscht in die YouTube-Szene. Oh, yeah.
Leute, es gibt Streit. So angespannt hier. Ja, und wie es so häufig ist, kann man super viele Videos von damals gar nicht mehr auf seinem Kanal finden. Und er hat sich dann 2015, 16 eher Richtung Fernsehen orientiert und ist somit eben aus YouTube gut rausgewachsen. Und deswegen möchte ich mich heute von diesem Begriff YouTuber ein für alle Mal lossagen. Denn YouTuber sind für mich die Leute, die in den Trends sind, die groß sind, die ganz oben sind, die, wenn es YouTube nicht geben würde, nichts hätten, weil sie nichts anderes können. Und zu diesen Personen möchte ich mich nicht dazuzählen. Er selber wirkt auf mich immer ultra sympathisch, von daher hoffe ich, dass es ihm gut geht und dass alles soweit passt. Und sollte er mal zurückfinden auf YouTube, dass auch das ihm halt eben gut gelingt. Beste Freunde oder so. Hey, Moment, das ist ja einer meiner Kanäle. Ja, vor ein paar Jahren haben Yoshi, Karina und ich auf Beste Freunde oder so ein paar Jodel kommentiert. Der Grund, warum ich 18-jährige Mädchen attraktiver finde als 28-jährige, ist der, dass sie in ihrem Leben viel weniger gekackt haben. Doch vor eineinhalb Jahren haben wir damit aufgehört, weil es halt irgendwann halt irgendwie immer nur dasselbe war. Und dadurch hat es einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht. Also mehr kann man dazu auch nicht sagen. Eventuell kommt eines Tages mal wieder was. Momentan ist aber nichts geplant. Frodo-Apparat! Ja, ich hoffe, ihr kennt Frodo. Sein YouTube-Kanal ist eine ganz skurrile Geschichte, denn schon auf seinem Banner stand immer überall, nur nicht auf Frodo-Apparat. Denn Frodo war mit dabei bei LeFloid, bei Dr. Freud, bei Loot für die Welt, bei 1080 Nerds Go. Von dem Typen, der dafür berühmt ist, dass er nie Videos macht. Und auch bei Was geht ab war er mit dabei. Was geht ab? Kommentiert, Kommentare, Kommentare werden kommentiert. Da drüben zwei weitere Videos und da unten kann man abonnieren. Oh yeah! Digga, wie sieht denn Rick von den Space Frogs aus? Ich erkenne den gar nicht mehr wieder. Halt's Maul, Digga. Aber irgendwie ist auch komisch, hier von einem Ende zu sprechen, wenn der Kanal ja selbst irgendwie nie wirklich losging. Du kommst mir so unentschlossen vor. Aber hey, trotzdem ist es ein Kanal, wo ich behaupten würde, ja, viele haben ihn überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Der ist einigen Leuten kein Begriff mehr. Ja, Bert Martin! Bitte nicht der Typ. Bitte nicht der Typ, okay? Ja, Matt Matan war 2015 der Sidekick von Leon Mascher, beziehungsweise waren beide eigentlich schon ungefähr auf dem gleichen Level. Denn die beiden hatten zusammen ihr Erfolgsformat Wenn du Eier hast. Wenn du Eier hast. Yeah! In diesem Format haben sich beide auf der Straße halt Mutproben gestellt, bei denen halt eben derjenige, der kneift, halt eine Bestrafung bekommt. Das war dann sowas wie esse Hundeleckerlis oder so. Hilfe! Aber solltest du dich jetzt fragen, ja okay, aber wer guckt denn sowas? Naja, 3,2 Millionen Menschen! Ja, aber wie Mimi schon zeigen konnte, stimmen hier in diesen Videos so ein paar Dinge nicht. Wir haben einfach keinen Dings geholt zum Wegmachen. Nein! Ja? Leute, das Ding ist, das ist der Peel-Off-Nagellack von Catrice aus dem DM. Easy to remove! Du kannst den einfach runterrubbeln ohne Nagellackentferner. Und es ist 17.58 Uhr. Das heißt, es sind weit weniger als 5 Minuten dazwischen vergangen. Das heißt, in weit weniger als 5 Minuten haben die erste Aufgabe gestellt, haben 10 Nägel lackiert, haben dann noch rumgelabert. Leon hat dann die neue Aufgabe an Mert gestellt mit dem Mülleimer und dann hat Mert den Burger aus dem Müll gegessen. Alles in unter 5 Minuten. Dass das ziemlich krass ist, brauche ich euch hoffentlich nicht zu sagen. Und so machten Leon und Mert noch super lange weiter mit diesem Format, bis eines Tages einfach Mert durch UpRed ausgetauscht wurde. Ja! Und das fand Mert natürlich überhaupt nicht lustig. Ich habe mir gerade das Video von Leon angeguckt. Und ich kann einfach nichts dazu sagen, weil Leon ist für mich offiziell der verlogenste Mensch, den es auf Erden gibt. Worauf es dann von UpRed und Leon auch wieder sehr sachliche Statements zurückgab. Wem ist ihr ficken? Dir ficken, Digga. Mich? Leon? Die Zuschauer? Sag, wem willst du ficken, Digga? Und am Ende hat Leon und UpRed dann Merz Haus mit Eiern beworfen. Und dann gab es ja noch den ganz berühmten Gay-Prank. Ein Prank an seinem Vater, in dem man sich halt eben als schwul outet und einfach die Reaktion filmt. Oh, ich hab einen Freund. Am Ende soll das Ganze aber ein soziales Experiment gewesen sein. Also man wollte auf schwulen Hass in der Familie hinweisen. Wo ist denn die Logik eigentlich? Tatsächlich kamen sogar noch bis vor einem Jahr noch Videos online. Allerdings dieser richtig krasse Hype von früher ist nicht mehr da. Honeyball-LP! Hallo, liebe Fussel. Soweit ich weiß, kommt Honeyball-LP auch so ein bisschen aus der Gronkh-Szene und wurde vor allem durch ihre Sims-Let's Plays bekannt. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 4! Ihre Let's Plays waren weder überladen noch irgendwie aufgedreht oder so, sondern genau im Gegenteil. Eigentlich war alles immer sehr ruhig und sehr friedlich und ja, liebevoll einfach. Und ich denke halt eben, genau dieser ruhige Safe Space war genau das, was halt die Zuschauer bei ihr so schön fanden. Tschüss! Es ist auf einmal so dunkel!
Bei ihr ist es so, dass sie nach 10 Jahren Let's Plays in das Autorenbusiness gewechselt ist und das auch wirklich erfolgreich. Zumindest diese Bücher, ja, ich kenne die. Die habe ich so in Real Life schon ein paar Mal gesehen. Ich kann mir vorstellen, Autor zu sein ist auch nicht unbedingt leicht, deswegen auch hier mal ein ganz großer Respekt an der Stelle. Zumindest habe ja ich auch mal mein Glück versucht und das war jetzt kein kompletter Reinfall, aber ich habe es bisher dabei belassen. Was aber stattdessen geisteskrank gut angekommen ist... Alter, was geht denn? Yeah. Leute, hier der Hinweis, die Startnext-Kampagne geht nur noch wenige Tage. Also wenn du Bock auf das CO-Klemmbaustein-Set hast, dann sicherst du jetzt noch schnell. Dazu gekommen ist jetzt noch dieses Set als Erweiterung. Auch hier sind coole Insider dabei, wie mein Buch, meine Play-Buttons und mein Streaming-Setup. Dieses Set besteht aus ca. 150 Teilen, deswegen haben wir mal so mit 10, 11, 12 Euro kalkuliert. Das zusammen mit der Verpackung, teure Prints und der Versand kommen wir auf 16,99. Also bei dem Preis ist alles mit inbegriffen, wir müsst keinen Cent mehr bezahlen. Tatsächlich mache ich auch erst so bei 400 Verkäufen erst Gewinn, also eigentlich voll dämlich, das so kurz und knapp nochmal rauszuballern. Aber irgendwie war die Idee viel zu geil und es gibt sogar noch eine extra Anleitung, wie man auch beide Sets miteinander fusionieren kann. Also diese Idee zu verwerfen, das wäre einfach schade gewesen. Check die Kampagne also unbedingt nochmal aus. Ich bin so gespannt, mit wie vielen Bestellungen wir das Ganze zu Ende fahren. Aber eines kann ich jetzt schon sagen, das ist bei weitem mein erfolgreichster Merch. Marius angeschrien! Okay, das ist ein Kanal, wo ich hoffe, dass der Videotitel überhaupt nicht gerecht wird. Ich hoffe, jeder von euch kennt Marius angeschrien noch. Auf ihn aufmerksam wurde ich 2015, als Julian Bam ihn auf Twitter promotet hat, weil er einfach da schon so übertrieben krass geile Videos rausgeballert hat. Völlig neue Welten einzutauchen und unmögliche Dinge zu erleben. Also kein Wunder, dass sich Julian Bam nicht lumpen ließ und Marius dann auch in sein Team reingeholt hat. Also einige Effekte haben wir einfach ihm zu verdanken. Ah, genau. Ja, das ist geil. Genau. Das macht's auch so real. Das macht's real. Danach machte er einfach noch aufwendigere Videos in Form von, ja, so Wissenschaftscontent war das schon. Und vor allem setzte er auch so richtig kreative Ideen um, auf die eigentlich sonst keiner kommen würde, wie kann man einen eigenen Spielautomaten für Knossi bauen. Du kriegst wegen Street Spiel. Aber du kannst auch Stopp drücken. Aber spätestens mit Next Level, also einem Live-Event mit 3D-Parcours, riss er komplett alles ab. Oh mein Gott! Wow! Wow! Vicky! Ich meine, stell mal sowas auf die Beine, ich würde mich deinem Leben nicht rantrauen. Allein schon, wenn da irgendjemandem was passiert. Oh! Alter, pass doch auf, Mann! Vor einem Jahr ging aber der Kanal dann dennoch zu Ende, doch... Warum? Oh, ich muss noch das noch krassere Projekt nächste Woche machen. Das Video danach muss ja noch krasser werden. Und in solche Spiralen bin ich dann reingefallen. Ja, und auch das hat man schon öfter in der Szene beobachtet, dass manche Creator versuchen, sich immer mehr und immer mehr zu toppen. Irgendwann konkurrieren sie dann so krass mit sich selbst, dass sie halt irgendwann halt einfach nicht mehr können. Bei Marius fand ich es halt selber immer doppelt schade, weil er ist ja nicht nur ein super geiler Videocreator, sondern eben auch so ein brutal sympathischer Mensch. Von daher wünsche ich ihm für seine Zukunft wirklich nur das Beste. Zurzeit macht er Mucke, welche ich als kleiner Tiesto-Fan so, ja, schon sehr hart fühle. Das ist meine Musik, also ich find's ziemlich nice. Und schon wieder könnte ich ewigst weitermachen, also die Liste nimmt einfach kein Ende. Ich meine Moritz Gas, Simon und Tanzbär, John Kim, das Mirko-LP, Rai Ichikawa, die dumme Sau hat Facebook! Also was sagt ihr, soll ich noch einen vierten Teil raushauen? Wenn ja, dann lasst mal Konfetti da. Wie gesagt, unterstützt mich aber super gerne mit meinem Code bei Just Legends. Und halt bis Montag Startnext, danach war es dann halt erstmal. Danke fürs Zuschauen, ihr Gurken. Euer CEO. Das ist Twitchy, Twitch, sorry.